Jojo Mari hier und willkommen zum nächsten YPT-Kampfrunde. Ich hoffe immer noch, dass es 3 ist und nicht 4. Ich habe keine Ahnung, ich habe da irgendwie kurz... Ich kann eigentlich nachgucken, was tue ich eigentlich. Runde 1, Runde 2, Runde 3. Ja, ist alles richtig. Okay, ich hab das nicht verkackt. Okay. Ja, wir sehen den Kampf jetzt zwischen Sultan und Frostfight im Juju. Bin sehr gespannt, ich mag das Juju sehr gerne. Auch wenn ich tatsächlich mein Main-Tier im Oyu ist, aber das ist eigentlich relativ. Ja, wie gesagt, ich werde wieder abkürzen mit Sultan und Frosty. Also Sultan heißt er ja eigentlich wirklich auch im Turnierbaum. Und Frostfight ist mir zu lang zu sagen, deswegen Frosty. So, wir sehen auf der Seite von Frosty, sehen wir Mammute, wir sehen Vulcanion, wir sehen Stolos, wahrscheinlich Mega-Stolos. Wir sehen Latias, wir sehen Wishu und wir sehen Schmili. Er hat Schmili dabei. Ich bin richtig begeistert gerade. Wenn das Ding Schmiedi heißt, finde ich das richtig Ehrenmann-Aktion hier. Bei Sultan sehen wir Hippoteros, wir sehen Scarabon, wir sehen Blastoise, wir sehen, könnte Mega Blastoise sein, ist es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch. Wir sehen Alolamak, wir sehen Raikou, wir sehen Elfun. Ich finde gerade hier zwei lustige Gegensätze. Elfun ist das Hass-Pokémon von Razor hoch 10 und Schmiedi ist durch Razor erst beliebt geworden. Also, zumindest habe ich Schmiedi oder Virgil so ein bisschen für mich entdeckt. So. Wir sehen bei Sultan. Sehen wir das Hippoteros? Das könnte durchaus physisch-defensiv sein, kann ich mir gut vorstellen. Scarabon gut als Scarfer mit Moxie. Blastoise. Höchstwahrscheinlich eher speziell offensiv. Dann Alolamak, wahrscheinlich AV und ein bisschen Offensive mit drin. Und Raikou wahrscheinlich auch speziell offensiv. Eigentlich kann es nur speziell offensiv meistens gespielt werden. Vielleicht manchmal mit Sub. Und Elfun ist einfach ein Arsch, das brauchen wir nicht groß zu überreden. Bei Frostfight sehen wir Mammute, könnte Specs, spielen wir Mammute Specs. Mach mal. Bandit oder Scarf sein, Vulcanion, keine Ahnung. Ich kann das Ding nicht einschätzen. Stolos, physisch offensiv oder physisch defensiv. Latias, speziell offensiv oder speziell defensiv. Wishu könnte, oder ist höchstwahrscheinlich physisch offensiv schwierig. Und Schmili, ich hoffe, dass er das Rock Polish SD Set spielt. Ich hoffe es gerade wirklich. Ich bin sehr gespannt und ich setze noch einen kurzen Cut und dann geht's sofort los. So, das war der Cut und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, wir sehen Lavadusche und Raikou. Ich finde schön, dass immer eine Seite eine komplett runde 3 Spitznamen benutzt und die andere gar nicht. Finde ich immer wieder witzig. Ach, schon mal nicht Schmili. Finde ich schade. Kein Schmili für uns. So, fangen wir nochmal von vorne an. So. Wir sehen den Lead von Vulcanion gegen Raikou. Das ist klar, dass er auswechselt hier und in Steinblume geht. Das ist, denke ich mal, ein potenzieller guter Switch. Und er hat auch Shadow Ball gedrückt, weil er es wahrscheinlich... er hat mit Latias gerechnet, wahrscheinlich. Aber allgemein war Shadow Ball dann wahrscheinlich der sichere Play. Staffrox, okay, schade. Es ist schon mal nicht das offensive Schmili. Wäre zu schön gewesen. Okay, wir sehen einen Curse. Slimox Set. Und er hat den Raw auf Stolos. Aggressiv. Aggressive. Okay. Staffrox kommen gegen. Ja, gut, okay. Jetzt kriegt er die Staffrox. Ja, dann. Okay, er hat Latias. Mit Latias könnte er die defoggen. Und ich glaube, Lavadusche kann auch defoggen. Aber da will ich nicht zu viel sagen. Ich habe keine Ahnung. Steinblume kommt wieder rein. So, Wolfswitch. Das macht natürlich nothing. Apropos, ich habe gerade überhaupt nichts hierzu gesagt. Steam Eruption gegen Hippo, die es einfach One-Hit rausnimmt. Was aber auch klar ist, der hier Vulcanion hat einen echt guten Spezialangriff und das haut natürlich gegen ein Pokémon, das nicht so viel in der speziellen Defensive hat, ordentlich rein. Da wo Switch kam jetzt, genau, hier waren wir. So, Heracross, jetzt bin ich gespannt. Close Combat nimmt es raus. Moxie aktiviert sich. An sich wäre das jetzt schon so eine Sache, wo ich sagen würde, Alter, der geht jetzt durch, aber Latias ist noch da. Wenn er Latias weg hat, dann geht er mit Scarabon durch. Und Draco macht natürlich jetzt keinen Schaden auf Elfun, weil er einen Feentypen bekommen hat. Macht sich nicht gerade beliebter damit so. Ich mag es auch nicht, gegen Elfun zu spielen, muss ich ehrlich sagen. So, Blastoise kommt raus. Ist dann wahrscheinlich auch Mega. Oder? Komm, es wird schneller. Ja, Mega Blastoise. So, Rapid Spin haut bei ihm natürlich jetzt die Rocks weg, was sein Vorteil ist. Und, weißt du,
Ich verspreche mich vorhin mit Specs, Mammute, und jetzt kommt einfach so ein Wishu, was Specs heißt. Come on. High Jump Kick. Nimmt instant raus. Da gibt's auch nichts zu meckern. Könnte Bandit sein, kann ich mir gut vorstellen. Können wir echt gut vorstellen, dass das Ding Bandit ist. HP, warte mal. Edna Hidden Power, die er gegen Dings eingesetzt hat. Wishu, könnte es Hidden Power Psycho sein? Keine Ahnung. Ich glaube, kann das nicht Psychokinese? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Guckt es auch nicht nach. So, Giga Drain macht 22% und da kommt der Fire Blast, der nimmt auch One Hit raus. Ich kann mir vorstellen, dass Lava Dusche Specs ist eigentlich. So auf den zweiten Gedanken. Shadow Ball nimmt aber Lava Dusche jetzt raus. So, Traktorpanzer, als ob, geiler Name. Richtig gut, finde ich witzig. Ich finde viele Spitznamen witzig. Close Combat nimmt jetzt Traktorpanzer raus. Und da kommt Latias wieder. Solange er Latias hat, wird da nicht viel sein. Der Mystic Eyeshot hätte gekillt. Oh, das ist traurig. Das ist schade. Missklicks sind nie schön. Was mir jetzt nur auffällt, ja, das ist BNZ. Ah ne, er hat ja noch Raw. Ich wollte gerade sagen, aber ich fiel ja ein, dass das Matchup hat, oder diese Begegnung hatten wir ja schon mal. Jetzt kann Alola Mark durchgehen. Prinzipiell. So. Mark kommt raus. War ein guter Double Switch, muss ich sagen. Mark ist raus. Krass. Das Ding ist ein. Okay. Scaraborn gewinnt das jetzt. Gut, okay, der Shadow Ball hat auch schon gereicht. Okay. GG an Sultan. Bis eine Runde weiter. Und danke an Frostfight für die Teilnahme. Hat mich sehr gefreut. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Sultan ist weiter. Er steht damit im Halbfinale gegen... Das Video ist eigentlich draußen, wo ich die ganzen Ergebnisse schon gesagt habe. Eigentlich nimmt das davor die Spannung raus. Ich muss mir für Season 2 eindeutig was Besseres überlegen. Meine Haare schon wieder. Wollen irgendwo anders hin, aber nicht zu mir. Ja, Sultan ist eine Runde weiter, tritt damit gegen Darky an und das wird der Kampf sein für das Finale. Das heißt, wir haben nur noch zwei Runden vor uns. Beziehungsweise plus King-Finale in der dritte Runde noch. Das heißt, bis Mitte November geht das jetzt noch. Ja, damit will ich jetzt einfach sagen, wenn euch der Kampf gefallen hat, lasst mir gerne positive Wertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet und ich würde es dann dort reinschauen. Bis morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.